Ihr esst gerne belegte Brote und möchtet dazu neue Ideen erhalten? Wir zeigen euch heute eine kreative Sandwich-Variante. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Tanja und Jana, Ernährungsexpertin vom Institut für betriebliche Gesundheitsförderung in Köln. Heute zeigen wir euch eine Alternative zum Sandwich. Dazu haben wir Vollkornbrot aus Roggen und Dinkel dabei, Putenbrust, Käse, Tomaten, Rucola und Pesto. Okay, dann fangen wir an. Wir nehmen 2 Scheiben von dem fein gemahlenen Vollkornbrot. Wir haben uns heute für ein Vollkornbrot entschieden, das keine ganzen Körner enthält, sondern ganz, ganz fein gemahlen ist. Das mögen viele Leute lieber, als wenn sie die Körner zwischen den Zähnen haben. Wir nehmen anstelle von Streichfett ein wenig Pesto als Streichbelag. Das gibt noch einen nötigen Geschmack und ihr könnt natürlich auch anderes Pesto verwenden, wie ihr mögt. Dann verwenden wir eine Scheibe Käse und legen auf das Pesto. Ein Stück Putenbrust. Dann kommen noch Tomaten obendrauf und zum Schluss ein bisschen Rucola. Hier kann auch anderer Salat verwendet werden, wenn man die Schärfe nicht so mag vom Rucola. So. Okay, dann klappt das einfach zusammen. Schneidet es noch einmal durch. Und könnt es dann mit in eure Brotbox nehmen. Wir haben hier schon noch was vorbereitet, dass es nicht nur das Brot ist, sondern halt auch ein wenig Gemüse. Man könnte natürlich auch noch ein bisschen Rohkost mitnehmen. Einmal zuklappen und auf geht's zur Arbeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass ihr einige Tipps und Tricks mitnehmen könnt und umsetzen könnt. Und wenn ihr eigene Rezeptideen habt oder Tipps, dann postet die hier in der Kommentarleiste. Wenn ihr weitere Videos schauen möchtet, klickt einfach hier oder hier. Wenn ihr unseren Kanal abonnieren möchtet, dann einfach hier klicken. Viel Freude, viel Spaß, eure Tanja. Eure Jana.